Hallo Dominion-Freunde, wir sind hier zusammen mit Max, Hallo. der unter dem Namen PlayerMom89 hier spielt. Und wir machen zusammen ein Coaching. Und da könnt ihr gerne mit bei zuschauen. Der Max wird, denke ich mal, immer seine Gedanken erzählen. Du bist ja da auch sehr kommunikativ und wir versuchen zusammen möglichst viel zu lernen. Okay. Also am Anfang können wir uns ja erstmal das Königreich hier angucken, und schauen uns an, was es an Entsorgern gibt, an Möglichkeiten, Karten zu ziehen und sonst noch Karten zu nehmen, anzugreifen und so weiter. Dann kriegt man einen kleinen Überblick. Also ich fange immer ganz gerne mit dem Müllverwerter an hier in diesem Ding, weil Ja, ich das ist damit auch halt die entsorgen kann. einzige, also fast die, nee, wir haben ja drei Möglichkeiten zu entsorgen. Müllverwerter ist die einzige, die wirklich nichts als Gegenleistung sozusagen uns gibt. Austausch ist eine Karte, womit wir die Karten verbessern können oder in Punktekarten umwandeln können später. Und der Handel lässt uns Karten in Silber umwandeln. Das kann man situativ mal benutzen, ne, wenn man gerade zufällig fünf hat und noch zwei Karten auf der Hand. Das ist halt das Schwierige, die man dann entsorgt. Ich würde hier vielleicht Geld nehmen, Silber. Die eine Option, Silber zu nehmen oder Komplott in der Hoffnung, dass wir dann Müllverwerter öfter spielen können. Das ist auch nicht schlecht, ne? Weißt du was? Das finde ich gut. Die einzige Option hier Karten zu ziehen ist, wenn wir einen Taktiker spielen und dann ein Doppeltaktiker-Deck bauen. Das können wir aber hier eigentlich ziemlich gut machen. Wir sind hier überhaupt nicht auf Geldkarten angewiesen. Das ist ja eigentlich das Problem mit Taktika. Ist hier aber nicht so. Von daher würde ich ein Doppeltaktiker-Deck empfehlen. Doppeltaktiker bedeutet, für alle, die es nicht wissen und falls du es nicht weißt, du Weiß ich spielst nicht, jede ja. Runde einen Taktiker, sodass du jede Runde 10 Karten auf der Hand hast und dann halt im Prinzip keine Geldkarten ausspielst und Geldkarten verzichtest. Ah ja. Und das dein ganzes Geld und somit Aktionskarten machst und deine, was auch immer man machen will. Okay, das klingt gar nicht so schlecht, ja. Weiß nicht, Pferdehändler ist, glaube ich, Pferdehändler stark. ist dann ziemlich gut für uns, weil das ist ja eine Ja. Aktionskarte, die Geld generiert. Wir haben auch hier den Schmuggler, der ist interessant, wenn der Gegner Karten nimmt, die uns interessieren. Bisher hat er hauptsächlich Silber genommen, auch einen Müllverwerter. Ich würde Passt hier weiter auf nicht Komplott so. gehen, ne? Komplott passt ja. Und hier spielen wir den Taktiker dann. Opfern wir den Zug, um den nächsten besser zu haben, denke ich. Oh, Gegner fängt fünf, Zug 5 an, eine Provinz zu kaufen. Sollten wir uns jetzt noch nicht von unter Druck setzen lassen. Nee, das sehe ich auch mal entspannt. Er müllt sich ja völlig zu. Oh, beende Käufer, Verzeihung. Das passiert mir so häufig. Allerdings ist Müllverwerter auch eine Karte, mit der man dann Provinz entsorgen und wieder Provinz nehmen kann, ne? Dürfte Das aber stimmt. trotzdem nicht zu problematisch sein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da Oh, ich nicht bin zu jetzt sehr in keine Hintertreffen Karte. geraten. Ansonsten ist Oh, hier was habe ich erstmal jetzt für eine klar. Aktion? Ich würde das Anwesen nochmal wegmachen, Du oder? hast beide Aktionen. Ja, du hast zwei. Anwesen entsorgen, genau. Und wir haben 10. Das heißt, Genau. wir können den zweiten Taktiker kaufen und ein Austausch wäre, denke ich mal, nicht schlecht. Das hätte ich jetzt auch so Oder gemacht, ein ja. Dorf. Ein Dorf ist auch nicht schlecht. Dorf wäre vielleicht sogar ganz gut. Meinst du das Arbeiterdorf? Genau. Ein anderes gibt es hier nicht. Haben wir schon. Taktik auf dem Nachtsichtstapel, oder? Ja, dann haben wir die nächste Runde garantiert gleich, genau. Und Komplott auch? Wodurch können wir das denn machen? Ach so, klar, mit dem Komplott. Ja, dann macht Taktiker Komplott. Was hast du gekauft, das Dorf? Ach, ein Austausch, okay. Achso, nee, Okay. nee, ich hatte schon einen Austausch gekauft, Ach genau. so, ja. Gut, als nächstes müssen wir unbedingt Dörfer kaufen, weil uns fehlen die Alright. Aktionen. Aber das kriegen wir vielleicht hin mit Austausch. Ah, nee, wir ziehen noch nicht genug. Ja, genau. Gut. Tja, weiß ich nicht, sollte ich hier was entsorgen? Kupfer brauche ich langsam nicht mehr, oder? Ja, dann nutzen wir die Runden ab, wohl. Wir wollen ja irgendwie auch was kaufen.
Gut, ich meine, wenn ich Ferdinand und Taktiker spiele, dann habe ich ja sowieso kein Geld mehr. Und dann hast du auch nur drei. Keine Aktion mehr, meine ich. Komm, mache ich das. Dann kann ich das Zeug hier ablegen. Hä? Moment. Das war jetzt nicht so gut. Ach so, weil ich... Ah, lol. Okay, alles klar. Ja, gut. Die bessere Option wäre dann wahrscheinlich was anderes gewesen. Ja. Nee, Pferdehändler lieber, oder? Schade, dass wir kein Anwesen auf der Hand hatten. Dann hätten wir mit dem Austausch nämlich das zu einem Dorf machen können. Das ist leider nicht geklappt. Hat leider nicht geklappt. Ja, das passiert mir manchmal, ne? dass ich so voll den Plan habe, was ich machen will, und dann vergesse, dass eine Karte alles beendet. Also spielen wir vorsichtig das eine Komplott. Ja, genau. Ah, siehst du, da ist der Austausch. Dann machst du jetzt nämlich Folgendes. Der Austausch legt nämlich aufs Deck die Aktionskarten. Ja. Dann kannst du dir damit ein Arbeiterdorf holen. Gut. Und also gleich ziehen. Anwesen weg. Entsorgen, Arbeiterdorf. So. Komplott. So. Gut. Und dann kann ich ja jetzt den Pferdehändler spielen. Und dann lege ich jetzt einen Kupfer ab oder was? Oder die zwei Kupfer? Nee. Ja. Also eigentlich würde ich ja davon ausgehen, dass ich die Kupfer loswerden möchte, oder nicht? Deswegen kannst du sie auch eigentlich entsorgen. Ja, ne? Ja. Also würde ich jetzt so machen. So, spielen wir. Achso, ich habe ja nur noch eine Aktion. Ja, leider. Ach, ich Trottel. Und wir kommen halt auch nur auf drei. Du kannst auch nochmal eine Runde aussetzen mit dem Taktiker und halt stattdessen noch was kaufen. Oder, ich meine, ich könnte auch einfach jetzt einen Kupfer entsorgen, dann hätte ich ja immer noch 5 Geld und dann könnte ich mir halt noch, entweder noch einen Austausch holen oder noch einen Handel oder so. Ja, ein Handel bringt nichts. Okay. Ja, aber macht das Sinn? Würdest du das so machen oder würdest du jetzt den Taktiker eher spielen? Ich denke, es ist okay, einen Kupfer zu entsorgen. Ein Kupfer, ne? Ja, okay. Aber dann holst du lieber mal noch erstmal ein Dorf. Ach, ein Dorf lieber, okay. Gut, dann machen wir das. Gegner spielt sehr gut Geld. Also gut für uns. So. Erstmal noch ein Komplott, nehme ich an. Ja, musste ja. Ah ja, gut, dann kannst du den Taktiker jetzt spielen. Ja, ne? Scheiß auf die paar Kröten. Komplott einfach wieder rauf, ne? Ja. Gut. Kannst auch zwei, hättest auch zwei Komplotts auf Deck legen können. Echt? Für jedes Komplott, was du spielst, kannst du es mit einer Karte machen. Ah, shit. Okay. Okay. Ich würde erstmal in Ruhe die Dörfer spielen und dann gucken, was du ziehst, weil die Dörfer willst du so oder so spielen und nicht irgendwie entsorgen oder so. Ich würde jetzt auch die Komplotte erstmal noch spielen. Ja, da kannst du, warte mal mit. Oh, ja, ich warte. Kannst du noch überlegen, natürlich wieder so irgendeinen Austauschtrick zu machen. Zum Beispiel machst du deinen Kupfer in ein Anwesen, greifst ihn damit an, ziehst das Anwesen und entsorgst das dann mit dem Müllverwerter. Hast dann ein bisschen mehr Geld gemacht. So eine Sache. Ach nee, das Anwesen ist nicht auf dem Deck. Punktekarten werden nicht aufs Deck gelegt. Das klappt nicht so ganz. Ja. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht schlecht, ihn so anzugreifen. Okay. Und dann das Anwesen später wieder zu entsorgen. Na gut. Anwesen. So. Ja, aber ändert ja nichts, ne? Ich würde es komplett jetzt trotzdem einfach spielen. Ja. No. Noch eins, okay. Gut. Ansonsten. Einfach ablegen, eine Karte entsorgen und Taktiker. Hast diesmal ja genug Aktionen. Ja. Wir müssen überlegen, wie wir bald mal mehr auf mehr Geld kommen als drei, aber das schaffen wir nächste Runde. Vielleicht müssen wir auch mal einen Komplott dann entsorgen und in was Besseres umwandeln. Kannst du jetzt einfach jetzt ein Silber vielleicht holen für die drei?
Oder Oder doch holst jetzt einen Schmuggler? du mal einen Schmuggler. Vielleicht kauft er ja mal wieder Gold oder so. Und das kann man dann super entsorgen. Du musst es ja nicht spielen. Und jetzt einfach die Dörfer drauf, Ja, oder? auf jeden Fall die Dörfer. Auf jeden Fall die Dörfer. Wenn er Angriffe im Deck hätte, hätte es auch einen Pferdehändler aufs Deck legen können, um zum Reagieren, aber er hat keins Ja. im Deck. Aber da ich dann das Herz der Karten glaube, habe ich den Pferdehändler sowieso auf der Hand. Okay. So, also das machen wir erstmal entspannt hier. So. Was hat er denn genommen letzte Runde? Pferdehändler, perfekt, den kannst du doch schmuggeln. Kann ich direkt machen, ne? Die Spieler rechts von mir, genau. Kannst du auch wieder den Austausch nutzen, um das Anwesen zu einem Dorf zu machen? Ja, genau. Ja. Dorf da, Dorf. So, jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Jetzt ziehe ich erstmal die Komplettsachen, ne? Noch ein Müllverwerter müsste da unten sein. Ja, den habe ich dann ja jetzt automatisch gezogen. So, dann würde ich noch ein Kupfer loswerden einfach. Kannst du Einfach wieder so Business perfekt. as usual. Bist du bald, kannst sauber ankupfern. Aber der Gegner wird jetzt auch bald seine dritte Provinz kaufen. Ist die Frage, will ich noch einen Schmuggler oder jetzt wirklich Silber? Nee, nicht noch ein Schmuggler. Ja, ne? Aber Dann würde ich Silber auch eigentlich auch nicht. noch. Silber auch nicht. Komplott. Ja. Du kannst Komplott genauso wie Silber entsorgen, falls du musst. Aber Silber kannst du ja nie ausspielen. Und Komplott ist immerhin kannst du ausspielen, wenn du es brauchst. Das ist ein Argument. So, die Dörfer haben wir gesagt. Und dann. Achso, ich habe noch ein Dorf. Fertig. Ja. Jetzt hat er drei Provinzen, aber ich habe genug Käufe, ich muss jetzt nur noch zu Geld kommen. Ich würde jetzt mal einen Austausch, einen Komplott zu einem Austausch machen. Ein Komplott zu einem Austausch. Oder den Schmuggler zum Austausch, wenn du denkst, er kauft jetzt auch nichts mehr so Sinnvolles. Oder ein Pferdehändler. Also, Sache ist, man kann nicht mit so viel Pferdehändlern spielen, weil wir keinen weiteren Kartenzieher haben und wir jedes Mal da so viel ablegen müssen. Ja, Das heißt, also unser, ich. entweder wir machen Geld mit zum Beispiel Ernte, auch wenn das selten so gut ist, oder wir machen komplett nur Austauschsachen. Aber wenn wir Ah. das nur machen, dann brauchen wir viel mehr Austausch. Also du meinst, Gold nehmen wir hier auch völliger Quatsch. Man kann Gold nehmen, ja. Weil ich hätte jetzt, also ohne dich hätte ich wahrscheinlich den Pferdehändler zu einem Gold getauscht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gemacht hätte, aber grundsätzlich hätte ich das gemacht. Kannst auch, ja, wir wollen halt auf jeden Fall mehr als einen Austausch noch im Deck haben jetzt, eigentlich. Okay, na dann macht es ja Sinn, dass ich aber nicht den Pferdehändler für 4 nehme, sondern wirklich dann komplett oder Schmuggler, oder? Genau. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das Komplott habe ich halt einfach so viele, dass ich da eher darauf verzichte, als wenn er jetzt doch was Spannendes kauft, Ja, oder? So, gut. Okay. Und dann habe ich ja den Austausch gleich wieder. Jetzt die Frage, soll ich vielleicht einfach nochmal musst Kupfer jetzt anwesend noch. machen, dass ich noch was habe? Ja, vor allem musst du noch den Taktiker ziehen. Hoffentlich kriegst du Klar, das ist halt. den noch. Sag ich doch. Du, ich sag's dir ja, glaub an das Herz der Karten und dann hast du nie wieder Probleme. So, was hat denn der eigentlich genommen in der letzten Runde? Ich habe gar nicht aufgepasst. Er hat nur Provinz gekauft. Ach so, okay. Gut, Eine dann. Karte muss man mit Taktiker immer ablegen, ansonsten ist er nicht aktiv, ne? Da musst du aufpassen. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall das Kupfer jetzt loswerden, oder nicht? Dann kannst du den Pferdehändler nicht wirklich spielen. Musst du ja auch nicht unbedingt. Nö, ne? Ja, ich mach's was. So. Jetzt kannst du nur noch Taktiker spielen. Ja, ne, es macht nichts anderes Sinn. Ich habe kurz überlegt, aber es macht Also. nichts anderes Sinn. Okay, Mal sehen, Dörfer was wieder der macht. rauf. Ja, leg dir am besten auch den Taktiker immer gleich aufs Deck. Der Taktiker auch, Ja, okay. damit sowas nicht passiert, dass du ihn vielleicht nicht ziehst oder so. Okay, der Gegner geht Okay. auf. Hat ein Gold genommen, hat er dir geholfen. Also der spielt zum Glück nicht optimal. Er hätte jetzt auch mit seinem Müllverwerter, den er auf der Hand hatte,
ein Gold entsorgen können und eine Provinz kaufen, um das Spiel kurz zu machen. Aber macht er nicht und somit hilft er uns, weil wir uns ein schönes Gold nehmen können, was super fürs Austausch ist. Genau, ich schmuggle den jetzt und krieg das, ne? Ja. Ja. Wir können es wahrscheinlich noch nicht ziehen, außer da unten ist noch ein ein Komplott. Ah ja, ist noch. Na, dann kannst du es sogar noch Ja. ziehen. Nice. Kannst du auch gleich zu Ah, einer nicht Provinz schlecht, machen. ja. Und eigentlich kann ich doch. Aha. Ja, dann könnte ich jetzt einen Pferdehändler spielen. Ich Und weiß nicht, ich Puffer. würde fast schon anfangen, gar nicht Pferdehändler. Das bringt uns nicht weiter. Wir kommen damit nicht auf mehr als drei oder so. Ich würde einfach nur noch die Austausch spielen. Okay. Und zwar das Gold zu einer Provinz machen. Ah Pferdehändler ja. wieder zu einem Gold oder so. Das Anwesen entsorgen. Gut. Aha, und dann Pferdehändler auch austauschen und dann halt zu. Was, zu einer Provinz? Nee, was? Pferdehändler gegen Gold. Ja, klar, damit ich das wieder in der Provinz sorgen kann. Und den Müllverwerter und dem Anwesen, damit ich erstmal viel Geld habe. Ja, oder auch den Pferdehändler, weil wir haben ja gerade beschlossen, Pferdehändler brauchen wir eigentlich nicht. Ja, aber da kriege ich ja nur vier. Vier. Dann habe ich Könntest du fünf. noch einen Das hilft mir doch Müllverwerter nicht, oder? kaufen oder einen, nee, einen Arbeiterdorf kaufen oder so? Da würde ich den, glaube ich, lieber auch wieder ins Gold umtauschen und den in die Provinz dann, oder Ah nicht? ja, okay. Ja gut, dann entsorgt das Kupfer. Weil Ja, ne? wir brauchen gerade kein Geld und ein Punkt ist ein Punkt. Ach so. Ja, okay. So, also wir wollen auf jeden Fall einen Taktiker, hast du gesagt, und ein Dorf. Na denn. Also dein Rating jetzt ist 39,25 und unser Ziel ist, dass du in die 50er kommst. Okay. Gegner ist 46,44 zur Orientierung. Okay. Das heißt, 10 Level steigen ist das Ziel des Coachings, aber nicht heute. Das würde ein Wie bisschen steigt dauern. man bei einer gewonnenen Partie? Das kommt ganz darauf an, wie lange man nicht gespielt hat, aber das werden wir dann sehen. Und wie stark der Gegner war. Okay. Vielleicht ein Level oder ein halbes. Okay. So, Aber bis jetzt sieht vielleicht es doch verlieren gar wir ja nicht auch. schlecht Was aus. hat er Ja, wir gekauft? brauchen Geld. Herzogtum, die kannst du auch schmuggeln. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen. Geht doch eigentlich auch. Ja, es sind entweder Punkte oder man kann Nee, geht daraus nicht. Geld machen. Doch. Hab ich gemacht. Muss draufklicken, der hat auch ein Silber genommen. Musst ihn Ach, nämlich aussuchen. lol. Hast die Alles Wahl. klar. Okay. Na klar. So, dann. Ja, Komplott. Bleibt mir ja nicht viel übrig, ne? Gerade. Ich will ja erstmal gucken, dass ich mein Zeug ziehe. Ach so, jetzt habe ich einfach wieder alles gezogen. Neuer ist doch perfekt. Jetzt habe ich alles. Kann ich machen, was ich will. So. Aha. Ja, erstmal Austausch Gold. Provinz, oder? Ja, macht ja total Sinn. Austausch Er hat einen Gold. Pferdehändler als Reaktion. Provinz. Ah, nicht schlecht. Was hat er sich dafür genommen? Ein Fluch. Nee. Nee, Mist. der Pferdehändler wird zur Seite gelegt und dann zieht man eine Karte. Ja. Einfach. Wieso nimmt er einen Fluch? Das ist der Ach so, weil Angriff ich ihn vom angegriffen habe. Austausch. Ich bin blöd. Ja, natürlich. Ich würde auch wieder den Pferdehändler in Gold machen, ne? Dann einfach, keine Ahnung, du kannst das Anwesen eigentlich entsorgen. Die Punkte brauchst du nicht so dringend, weil der Gegner jetzt doch nicht so sehr führt oder so. Ja. Hauptsache, wir ziehen mehr gute Karten nächstes Mal. Ja. Die Frage ist, für zwei Geld einen Bettler brauche ich nicht, Nee. ne? Gar nichts kaufen. Taktiker Gar noch spielen. nichts. Ja. Taktika, Dorf, fertig. Ja. Das ist auf jeden Fall eine neue Strategie für mich. Ich glaube, ich hätte sehr viel anders gespielt. Ich hätte auch, wäre wahrscheinlich ganz viel auf Geld gegangen wieder. Das sind Karten, mit denen, also ich habe, glaube ich, Taktiker habe ich schon mal irgendwann gehabt und Austausch auch. Arbeiterdorf und Müllverwerter kenne ich und der Rest ist Neuland. Okay, Gegner kauft eine Provinz, dann müsstest du es schaffen, diese Runde zu gewinnen. Also du wirst es schaffen, du sollst aber Na, mal denkst du? alleine rausfinden, wie. Okay.
Gut. Ich ziehe erstmal alles, was ich habe. So. Gut, also ich habe 5 Aktionen. Auf jeden Fall kann ich ja nur gewinnen, wenn ich das hier entsorge und das hier nehme. Was hat ein Fluch? Genau. Ich weiß, dass ich in der Theorie eine Provinz gegen eine Provinz tauschen kann. Ach so, ja, nee, doch, das macht auch genau Sinn. Ich denke, das ist schon relativ easy. So, jetzt hat er auch 21 und jetzt kann ich halt noch den Müllverwerter nehmen, den Taktiker entsorgen. Ja, perfekt. Geld, beende Aktion, kaufe Herzogtum, beende Käufer. Auswahl fertig. So. Sehr schön. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, das wir gleich aufnehmen und das demnächst dann hochgeladen wird.